Also der Bitz ist, also Vorkultur war Zuckerrübe, ist Anfang November gesät worden, Mulchsaat. Und wir sind jetzt Anfang März. Vom Stadium her ist jetzt das Dreiblattstadium, Bestockung fängt gleich an. Und was wichtig ist, ist, dass wir während der Bestockung des Weizen keine Unkrautkonkurrenz haben, weil in diesem Stadium auch die Halme sich bilden und die Ehrenanlagen später noch dazukommen. Also wir beeinflussen die Ertragsbildung schon beeinflussen. Also müssen wir vom Striegeleinsatz schauen, dass wir sicher vorher oder gerade zum Anfangsbestockung etwas machen können. Wenn wir Endbestockung erst mit dem Striegel fahren, sind wir zu spät. Und die Bestockung selber können wir auch ein bisschen beeinflussen, indem wir den Tattermin im Herbst so wählen, dass wir im Frühling näher striegeln können, wenn es eben bestockt. Also wenn ich Anfang Oktober säe, dann bestockt er zum Teil schon im Winter rein, und dann kann ich nicht striegeln. Und wenn ich im Anfang März, Mitte März striegeln will, weil die Bedingungen dann gut werden, aus vorher zu feucht ist, dann muss ich halt erst Ende Oktober, Anfang November säen. Jetzt ist ein guter Moment da, wo wir jetzt ein bisschen reingehen. Es ist noch gerade ein bisschen zu früh zum Striegeln, weil es nass ist. Aber jetzt können wir den Bestand anschauen, können uns Gedanken machen, ob er regelmässig ist. Von den Unkräutern her ist es halt einfach auch so, je kleiner dass sie sind, umso einfacher ist es mit dem Striegel zu arbeiten. Das heisst, ich muss früh rein, ich muss früh kommen, wenn man die Unkräuter noch gar nicht sieht oder wenn sie gerade am Keimen sind, dann habe ich die grösste Wirkung, die beste Wirkung vom Striegel. Generell problematische Unkrautarten jetzt in der pflanzenschutzmittelfreien Produktion sehen wir Kliberen, Klettenlabkraut und Acherfuchsschwanz. Das sind die Arten, die am meisten genannt werden. Kliberen, die kann man rausnehmen, wenn man Besatz hat später, in einem späteren Stadium, wenn sie zum Bestand rauskommen, mit dem Striegel rausstrahlen. Beim Acherfuchsschwanz haben wir gesehen, lohnt es sich wirklich spät zu säen im Herbst. Zuerst den Fuchsschwanz keimen und dann Unkrautkur machen, oberflächliche Bodenbearbeitung und erst Anfang November säen. Man kann so nicht komplett neu bringen, aber man kann in der Regel dass den Bestand auf ein Niveau bringen, das akzeptabel ist. Wichtig ist ja, dass man die Unkräuter kennt. Neuesterdings können wir Smartphone-App einsetzen, die mit Bildern arbeiten und uns in der Regel recht zuverlässig nachher den Namen dieser Unkräuter geben. Es bringt nichts, wenn man am Rand geht, bonitieren. Es ist klar, dass man quer durchläuft. Und dass man nicht nur an einem Ort die Unkrautbonituren machen, sondern dass wir sicher pro Hektar an 4 bis 5 Orten machen. Idealerweise gehen wir W-förmig über ein Bitz. Und wir tun Quadratmeter, meist mit dem Klappmeter einen Boden. Und einfach zählen, bestimmen, die Anzahl zählen und noch den Bedeckungsgrad schätzen. Es kann sein, dass die eine Hälfte wirklich unkrautfrei ist. Aber das weiss ich nur, wenn ich schaue, auf die Knie gehe und zähle. Im Winterweizen kennen wir dicht bezogene Schatzschwellen. Das heisst, wir können gewisse Unkrautbesatz tolerieren. Das ist anfangs Bestockung relativ wenig. Maximal 5% von der Fläche sind gedeckt. Ende Bestockung können wir etwas toleranter sein. Wir können also Unkrautbesatz bis 10% Bodenbedeckung tolerieren. Ohne dass wir am Schluss grosse Ertragseinbussen müssen aufnehmen müssen. Und wenn wir auf ein bisschen schauen, ist das schon relativ viel. Also rein vom Eindruck her, durch 10%, ja, nein, das geht nicht. Und bevor man allerdings die Spritze vornimmt, muss man wirklich genau hinschauen, sind die 10% erreicht, sind die problematischen Arten wirklich so zahlreich da, dass ein langfristiger Schaden da ist. Und häufig, das ist unser Eindruck, den wir haben, ist das eigentlich nicht der Fall. Aber wichtig ist, dass wir wissen, was läuft auf dem Bitz, dass wir auch die Bestandesdichte anschauen. Das Ziel ist immer noch, dass wir um die 600 Triebe haben, wo Ähre dran sind. Wenn wir schon jetzt sehen, dass wir nur die Hälfte der Pflanzen auf dem Bitz haben, müssen wir mit dem Striegeleinsatz die Bestockung anregen. Und was wir mit dem Striegel ebenfalls machen können, ist den Dünger einschaffen. Wir schauen, dass wir nach dem Düngen, nach dem Beschütten striegeln, dass es optimalen Bodenkontakt gibt und dass die Verluste von dem Dünger, den wir ausgeben, möglichst gering sind. Wir bringen auch ein bisschen Luft in den Boden rein, für die Fälle, wo es eher ein bisschen verschlemmt ist. Und können dort auch noch zusätzlich helfen, dass sich die Pflanzen
im wichtigen Stadium der Bestockung optimal entwickeln. Und ja, letztendlich so hat der Ertrag gestimmt. Wir wollten vor einer Woche strickeln. Es war schon zu nass. Wir haben jetzt eine Woche gewartet, jetzt ist es schön trocken. Vorhin sind wir durchgefahren mit einem Rotorstriegel. Man sieht, es hat hier ein wenig Effekt gehabt. Wir haben das meiste Gerät, das es ausgerissen hat. Es hat aber hier gleich einzelne noch, die sind geblieben. Da hat es nicht gelangt. Da ist so eins, das ist noch angewachsen. Das heisst, der Striegel war ein wenig zu wenig aggressiv gewesen. Für dass es die auch noch genommen hat. Jetzt könnte man entweder noch eine stören oder kann zwei, drei Tage warten und dann noch eine stören. Ja, und darum die Quintessenz des Ganzen. Das ist der Moment, wo man loslegen muss und handeln. Es ist auch der letzte Moment, weil das Gerät doch schon relativ gross ist. Und wenn wir da einfach noch länger warten, ist das Gerät auf jeden Fall schneller als der Weizen. Und darum jetzt eingreifen. Und wenn es nicht reicht, halt zweimal nacheinander. Die Kosten, die man hier generiert, die holt man am Schluss wieder rein. Wir sind überzeugt, dass man mit so einem System etwas beitragen kann, auch an die Wertschöpfung der Bauern. Wir können nur alle ermuntern, da mitzumachen. Es ist in den allermeisten Fällen ist es möglich. Darum empfehlen wir einfach rausgehen, schauen, beobachten, mehrmals rausgehen, wissen, in welchem Stadium ist sitzen. Und darum ist auch Aufmerksamkeit. Vorbereitet sein, planen, hilft einfach, Überraschungen zu vermeiden. Überraschungen wollen wir nicht.